Und damit ein herzlich willkommen hier im Potato Club mit einer neuen Runde Heroes of the Storm. Ich spiele meinen Lieblingscharakter bei Heroes, absoluter Lieblingscharakter bei Heroes of the Storm, und das ist Valar aus Diablo 3. Und da habe ich so ein bisschen meine eigene Skillung gemacht und die zeige ich halt heute mal so ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen. Also als erstes mache ich immer ein ziehender Pfeil, verursacht Schaden. Der verursacht Schaden wird in Lebenspunkte umgewaltet. Und zwar Valar erhält 50% des hungrigen Pfeil verursachten Schadens. So. Der macht Schaden von 81, also kriege ich... Ah, das war ich sogar. Sehr schön. Also wie gesagt, so spiele ich halt Valar mit der ersten Skillung, weil das bringt halt... Bringt halt ein kleines bisschen Leben wieder. Das wird ganz schön aggro. So, und versuchen wir mal hier ein bisschen Stellung zu halten. Weil das Problem ist nämlich, die hauen nämlich übelst rein, wenn halt der Kinder kommt. Das Problem, ich habe es halt keine Mana. Wie schade. Langsam hat es mir fast Spaß gemacht. Ja, ich habe halt so keine Mana gehabt. Und es ruckelt auch leicht, denke ich mal, weil das eine offene Beta jetzt ist. Der Pfad führt hier lang. Wähle dein nächstes Talent. Das Licht verblasst in meinem Tempel. Doch bald. Ah, ich glaube, ich muss erstmal zurück. So, als nächstes nehme ich Vampirangriff. Da hält mich nochmal. Und zwar, automatische Angriffe heilen um 15% des Schadens, der den Hauptziel zugeführt wird. Und auf diese spezielle, warum ich das jetzt mache, da komme ich dann später noch mal drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal hier den Kollegen etwas zur Unterstützung. Die haben natürlich wieder einen unsichtbaren Feind, was man da wieder auf die Ketten geht. Ich breche auf. Hier lang. Sehr schön. Gut. Und jetzt noch die andere. Spitze. So, mach's mal. Hier bin ich mir halt nicht so sicher, was man da nimmt. Das ist die Sonne in den Tempeln wird stärker.
Mit diesem Bundesgeschwindigkeit habe ich schon ein bisschen experimentiert, auch mit den anderen. Da bin ich mir halt noch sehr unschlüssig. So, wir machen mal fix 100, mal zur Unterstützung. Was, wir hatten hier 10-0. Ja, das sollte man vielleicht ja nicht machen. Das ist schön, weil man damit ziemlich viele trifft. Also umso mehr Hass ich kriege, dann habe ich mehr erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Na, da bist du jetzt selber dran schuld, Kollege. Bild, das Ding zu verteidigen hier. Komm. Jetzt sieht's aber eng aus. Ah. Wenn du dann halt alleine gelassen wirst, ne? Schwerfeuer nehmen da. So, ich komme, ich komme. Ich habe zwar jetzt Kick-Kill gemacht, aber ich habe mitgeholfen. Wir versuchen wenig Mana zu verballern. Also wir haben jetzt zwei Tempel genommen, eingenommen. Und die fallen jetzt quasi alles schön kaputt. Schnell und lautlos. Der Pfad führt hier lang. Schön. Uff. Zack. Aha. Man, jetzt hat man quasi den hungrigen Pfeil gesehen, der mir dann noch ein bisschen Leben gegeben hat. Sonst sieht es anders aussehen. So, und jetzt ist die Frage, und zwar hier verstärkt automatisch Angriffe gegen Helden. Hier haben wir Funsten, habe ich automatisch Angriffe, heilt mich quasi.
Also mache ich jetzt, umso länger ich auf einen Helden einklopfe, automatisch abkriegen gegnerische Helden verursachen Bonusschaden in Höhe von 1,5% der maximal Lebenspunkte des Ziels. Also das heilt mich dann quasi auch dessen Betrages. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Kommt hier noch jemand? Ja, jetzt. So, Ulti habe ich fertig. Werde mal hier schön versteckt. Und einer weg. Ulti zünden. Sehr nice, das Team. Also ich glaube, das ist eine gewonnene Runde. Ein kluger Schachzug. Das war alles. Okay, also ist auch immer wichtig quasi. Ulti zünden. Sehr schön. So, gehen wir mal fix nach unten. Du musst den Tempel krallen. Und die können bitte Spaß haben. Sehr nice, das Team, sehr nice. Gehen. Okay. Ja, mir ist zu viel zu sagen. Sehr schön. Sehr gutes Spiel. Sehr nice. Und so spiele ich Valla. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, tschüsselö.